So, herzlich willkommen hier zum Digital Design Cup in Schwerin in der Sporthalle Kästner. Halle, eine von drei Hallen mit 32 Mannschaften bei uns. 30. 30. Rainer Burke, Preben Vidalen. Ein international besetztes Turnier damit, Rainer. Wie waren die Vorbereitungen dazu? Also wir haben circa ein Jahr Vorbereitung gebraucht, um natürlich Hallen vorzubestellen und Mannschaften einzuladen und ja, alles, was dazugehört eigentlich. Und kurz davor kommt sicherlich nur Stress auf. Wie viele Helfer habt ihr ungefähr hierbei? Na, wenn man alles zusammenzählt mit dem Verkauf und wo uns natürlich die Eltern sehr helfen, 10 Mann ungefähr. Das ist schon eine ganze Menge. Bremen, du in der Ja. alten Heimat, einige werden ihn noch kennen aus seiner Zeit bei Post Schwerin. Wie kommt es dazu, dass du jetzt, du bist auch schon häufiger hier gewesen. Wie kommt es dazu? Ja, Rainer hat mir vorletztes Jahr angerufen und hat mir einladen zum diesem Turnier und das war natürlich Spaß für die Jungs und ja, war keine Frage. Das macht Spaß, hier in Schwerin zu sein. Okay, du triffst dich auch selig hier noch mit alten Bekannten und so weiter in Schwerin. Du hast ja nicht nur Jungs dabei, ein Mädchen ist auch mit dabei, ne? Wie Ja. stellt sich deine Mannschaft zusammen? Ja, das ist, also für uns ist Hauptsache Spaß zu haben mit Handball. Ob da ein Mädchen dabei ist, auch nur Spaß. So. Also gewinnen schaffen wir auch nicht so. Das ist doch egal. Ja, wichtig, wenn der Spaß für die Kinder im Vordergrund steht, ne? Ja, klar. Rainer, ihr habt jetzt hier beide Postmannschaften. Wer ist der Favorit für das Turnier? Ja, bei der E denke ich mal, ist ganz bestimmt Post Schwerin und bei der D SC Magdeburg. Gut, SC Magdeburg auch natürlich, kennt jeder. Norwegen? Nein. Nee, denke ich mal nicht. Keine Chance? Keine Chance, weiß ich nicht, aber SC Magdeburg ist natürlich in Deutschland eine Ausnahme schon, Ja, auch klar. im kompletten Na, Jugendbereich. ich bin richtig, also die kann richtig gut Hammer spielen, habe ich gesehen. Also die sind ganz vorne uns in dieser Klasse, keine Frage. Preben, du warst jetzt eine Weile in Schwerin als Spieler. Verfolgst du noch den Sport hier in Schwerin oder ist das gänzlich weit weg für dich? Nein, also ich spreche auch mit ein paar Leuten hier in Schwerin, aber ich bin auch nicht so, dass ich jede Woche folgt Post Schwerin, aber ich weiß schon ungefähr, wo, was passiert, ja. Was machst du jetzt genau in Norwegen? Bist du jetzt nur Jugendtrainer oder was machst du sonst noch? Nein, ich spiele immer noch in meinem Verein in Arendal, Norwegen, aber ich arbeite, das ist meine Hauptsache jetzt, also ich bin ein Verkäufer von einer Firma in Norwegen und ja, arbeite auch sehr viel jetzt in Deutschland. Gut, danke Jungs. Bitteschön.
Play handball today, and we lose. Real much. Yes. Come here, Rolo!